Konnichiwa, Leute, und herzlich willkommen nun zurück zu Halo Spartan Assault mit euer Giga Tobey. Yo, so sieht's aus. Wir machen auf jeden Fall noch weiter in der Kampagne. Uns fehlen noch drei Missionen. Noch drei Missionen, dann ist dieses Projekt, naja, ich würde es auf jeden Fall weiterführen. Ich weiß gar nicht, wie man Koop. Ich schau mal bei Koop. Aha, Koop. Kontrollpunkt, die Festung halten. Strukturelle Integrität. Übertragung unterbrochen. Energienetzwerk. Zufällig. 5 Koop-Missionen. Ja, nach der Zerstörung von Dratos 5 kollidierten große Teile der Planetenkruste mit der Mondoberfläche. Durch den Aufprall kamen auf X50 plötzlich Teile einer Blutsväterstruktur zum Vorschein, die bis dahin unter einer Eisschicht verborgen gewesen war. Das schiere Ausmaß der Struktur war gigantisch. Sie erstreckte sich kilometerweit. Jetzt, da man um ihre Existenz wusste, war klar, dass das Signal, dem das UNSC und die Allianz nachgingen, vor ihr ausgehen musste. Nachdem die Verteidigungslinie der Allianz durchbrochen war, begab sich Spartan Palmer auf die Suche nach dem Ursprung des Blutväter-Signals. Das Terrain von X50 war jedoch zu extrem für das Bataillon, sodass Palmer das Signal zu Fuß finden versuchte. Ja. Wir haben also den Plasma Repetierer und den Nadelwerfer, okay. Okay, gewinnen Sie Zugang zur Höhle hinter der Lichtbrücke. Yo, dann legen wir mal los, ne? Wie immer, immer wieder am Start. Wow, ja, komm mal klar. Wieder so extreme Lautstärke hier, ey, schon wieder. Ich vergesse das immer nach COD zocken. Ach ne, das ist ja auch witzig. Ah, scheiße, darum war ich bei COD nicht so gut, weil die Lautstärke war nicht so hoch da. Ja, ich muss das separat machen, weil es gibt auch kein Adapter oder Gaming-Headset für die Xbox One. Da hätte ich einfach auch warten sollen auf die Konsole da. Ehrlich gesagt. Naja. Lässt sich jetzt auch nicht mehr vermeiden. Bam. Bam. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was haben wir denn da? Leben, das ist gut. Das ist gut. Will ich haben. Juhu. Also, wenn man nachts spielt, dann merkt man. Also, wenn man jetzt in der Zimmer dunkel hat, dass es ganz schön hier so HD-Grafik ist. Also, richtig so bam. Voll im your face, ey. Also, die Grafik kann man echt nicht meckern. Also, jetzt für so ein Spiel. Müsst einfach mal ins Store gucken, kostet auch nicht so viel, 15 Euro oder sowas. Aber geht auf jeden Fall gut durch, auch für einen Halo-Fan. Beschützen Sie den Techniker, während die Konsole hackt. Ja, geil. Und der wird gerade angegriffen. Oh shit. Ich bin auf jeden Fall auf einen neuen Halo-Teil gespannt. Ey. Schön mal euer Leben, ey. Alter. Maka-Wheelie. Guck mal, hier ist ein Jetpack-Typen. Bam, erwischt. Also auf jeden Fall wird Halo auch krank gesuchtet, kann ich euch sagen. Also. Wow. Halten Sie durch, bis die Lichtbrücke aktiviert wird, ja. Das sagst du so leicht. Nein, dass der Blut spritzt, ist auch cool. Aber eigentlich nur bei den Fettsäcken, ne? Boah, Leute. Nicht übertreiben.
wieder übertreiben müssen hier, ey. Blöden Shit-Leute. Macht ihr sowieso nicht. Ich habe euch noch nie in einen Halo-Teil gemobbt. Ey. Stirb. So. Schluss hier. Gieß mir auch auf den Sack. Deinen hässlichen Turm. Stirb. Hahaha. Oh, Munition leer. So. Okay, okay, okay. Nur eine Lichtbrücke, okay. Das sieht so cool aus eigentlich, ne? Wow, Wave Panzer. Frave Panzer meine ich. Uiuiui. Uiuiui. Los, geht kaputt. Ah. Aber Punkte kriegt man leider davon nicht. Okay. Schade eigentlich. Wäre cool, wenn man da noch schön Punkte kriegen würde, ne? Naja. Noch zwei Missionen. Infiltration der Zisterne. Zisterne. Nachdem die Allianz an der Lichtbrücke zurückgeschlagen worden war, begab sich Spartan Palmer in eine Höhle, die von der UNSC Kommandozentrale, die Zisterne genannt wurde. Palmer fand getarnte Shanghai-Kämpfer vor, die sich jedoch gekonnt ausschalten konnte. Tief im Inneren der Zisterne fand sie den Eingang zur Struktur, eine riesige Stalltür im Stil der Blutsväter. Hinter der Tür war der Ursprung des Signals auszumachen. Inzwischen hatten die Experten des UNSC den ersten Teil des Signals dekodieren können. Es war ein einziges Wort: Palmer. Sie warten den Spartan davor, dass die Struktur offenbar ihren Namen kannte. Oh. Jo, die wussten Bescheid irgendwie. Whatever. Aber na. Dann legen wir mal los. Gewinnen Sie Zugang zum Schrein der Blutsväter. Ziele. Da, so ein Getarnter. Mit seinem Partikelschwert. Schade, dass ich hier irgendwie auch noch nicht mit einem Partikelschwert spielen durfte oder so. Finde ich voll fies, ey. Und die Dinge habe ich so gerne gemocht. Also, die habe ich so gerne gemocht bei einem Halo-Teil. Bah, Shotgun Power. So wie bei Call of Duty. Shotgun Power. Haha. Ja, so ist das. Ja, komm. Ey, wäre schon längst weg, ey. Nach zwei Schlägen oder so. Bam. Stirb. Stirb, ihr elenden Viecher. Von in der Anlage drinnen im Schrein. Wow. Was das wohl heißen mag. So ein hässlichen Geschütz auch noch. Granaten sind immer noch am effektivsten. Oh yeah. Könnt alle mal schön gepflegt sterben, ey. Das könnt ihr. Hologramm, nee, da hat die lieber Tarnung.
Da behalte ich es lieber. Ehrlich gesagt. Geh weg, du Lauch. Super Schuss. Bam. Super Schuss, das war ein super Schlag. Das könntest du sagen. Stirb. Stirb, 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 stirb. Au, 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 au. Und zack. Los Leute, das schafft ihr. Schön ein bisschen durchhalten. Boah. Oh, Ice, does the fuck. Oh ja. This the nice jacket, baby. Nein, okay, nice. Nice, nice, nice. Ein Schrein müssen wir noch zerstören. Weiß nicht, das Sturmgewehr finde ich irgendwie noch am nicesten. Ein UNSC. Nix da, du Huren. Ah, bleib doch stehen. Ah, okay. Nimm das, stirbt. Jawohl. Nein, einer ist gestorben. So, jetzt haben wir noch einen Verbündeten noch hier. Oh ne, wir kriegen einen weiteren. Einen neuen. Oh yeah. Palme hat es voll drauf. Wow. Wow. Bam, weg mit dir, du Lauch. Zack, so sieht's aus. Hua, Schalke, Baby. Oh. Oh oh. Du. Warte mal. Oh, okay. Haha, geil. Hä? Achso, keine Muni mehr. Naja, gut, dass er hier kein Geschütz hat. Ich will meine Männer weghauen. Ey, yo, shit mal euer Leben, ey. Oh, diese Partikelgeschütz-Strahler sind echt geil. Also diese Partikel-Gewehre von der Allianz, die ist echt nicht schlecht. Wo, da unten ist ja noch einer, ne? Bam, weg mit dir. 100.000 erreicht. Aber ich denke mal, oh. So geil. Jetzt sind auf einmal hier wieder neue Gegner. Neue Gegner! Aber das nützt euch gar nichts. Weg mit dir. Fliegendreck. Oh. Unten ist eine Granate. Granate! Oh ja, übertreib mal nicht. Du müsst ja nicht gleich durchdrehen hier. So. Geschafft. Position gesichert. Mission erfolgreich, oder? Ja. So, Leute. Ich denke mal, ich bringe das jetzt hier noch zu Ende. Mit der Kampagne. Ich denke mal, das habt ihr euch verdient. So knapp an Gold ran.
Je tiefer man in die Zisterne vordrang, desto unverlässiger funktionierte die Technik. Das Blutsfetersignal beeinträchtigte sämtliche Geräte, die in der Lage waren, es aufzuspüren. Die Techniker arbeiteten hektisch an Schutz der Ausrüstung. Die Morgenes-Rüstung von Spartan Palmer konnte den Interferenzen jedoch widerstehen und blieb unbeeinträchtigt. Palmer folgte dem Signal tiefer in die Höhle hinein und fand schließlich die Quelle. Als sie näher trat, vibrierte das Blutsfetersignal durch ihre technischen Sensoren und das dekodierte Signal erschien ihr ganz klar. Palmer, sagte es, hilf mir. Von diesem Moment an war es keine Erkundungsmission mehr, sondern eine Rettungsmission. Die Quelle. Wir haben eine zweifache MPS und Sturmgewehr. Nice. Mit Sprint haben wir auch noch mit dabei. Joa. Läuft. Superschild und... Was man hier alles so kriegt hier, ne? Das ist Wahnsinn. Was ist immer so teuer denn, ne? Man muss dafür alles so bezahlen und man kann den auch noch mit richtigem Geld bezahlen. Falls euch das mal aufgefallen ist oder ihr das ja schließlich kennt. Ich weiß ja nicht, ob der eine oder das andere auch noch zockt. Ja. Durch da! Bam! Ah, komm. Mach mal kein Terz hier. Yeah. Oh, die Brücke ging weg. Oh. Techniker beschützen. Natürlich, machen wir auch gerne. Spartan Palmer ist echt nice in diesem Teil. Ja, gut gemacht. Ja, Mann, gut gemacht. Das ist eigentlich unser einzigster Techniker hier noch. Guter Treffer. Überleben Sie, bis der Pelikan den Leichnam von Davis bergen kann. Von Davis? Achso, wir müssen also uns beeilen. Eieiei. Währenddessen werden jetzt unendlich Gegner respawned oder was? Und wie es ausschaut. Eieiei. Wie die aushalten, die Dinger. Yeah! Ey, jetzt chill mal. Wie viel Leben die abziehen? Okay. Blöder Schiss, Geschütz. Aua, ey. Chill mal, aua. Toll. Nein, das ist so unfair gewesen gerade. Diese blöden Geschütze, ey. Ist das so? Die sind auch kacke, die Dinger, ey. Ohne Witz, die Dinger sind richtig kacke. Zieh das jetzt hier durch, Mann. So sieht's aus. Zieh den Shit hier durch. Krassen Shit. Jawohl. Mach den... Signal klar hier. So sieht's aus. Warte mal. So, jetzt habe ich dieses Geschütz. Quatsch. Fatigegewehr. Blöden.
Hey. Nein! Ah, Mann, ist das scheiße! Ah. Ich wollte. Und dann wollte ich das auch noch durchziehen. Ja, genau. Ich wollte es auch noch durchziehen. Oh, Mann. Oh. Please, stirb. So. Da, da, da. Mach mal klar den Fit. Ja, chill doch mal. So. Gehen wir doch alles hin. Oh yeah. Okay, 100 Schuss. Blöden Kackviecher. Oh yeah. Hä? So. Hä, wo macht der denn? Hä, bist du blind oder was? Mann, komm schon. Oh. Warte mal. Oh shit, oh shit, oh shit. Jetzt kommen die Attentäter. Dam 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 da dam da 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 na 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 na. Ja, ich bin noch am Start. Ich muss noch kurz durchhalten. Oh shit. Oh shit. Oh yeah. Na, dieses Gewehr ist so nice, ey. Geschafft. Nun entkommen wir, oder? Wir haben es geschafft, wunderbar. Wunderbar, endlich.
Archäologie. Die Übertragung war Davis' Hilferuf, den er vor seinem Tod absetzte. Dratheus 5 hatte den Zweck, Dinge aus galaktischem Material zu erschaffen. Und das versuchte es mit Davis' Überresten. Ich beendete das. Spartan Davis war ein Freund. Und ein verflucht guter Soldat. Er verdient Besseres, als aus den Aufzeichnungen gelöscht zu werden. Ja, was soll man dazu sagen? Wir haben es geschafft. Alles erledigt. Von A bis F. Ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Ob da vielleicht ein DLC kommt oder so weiteres, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich demnächst auch noch Dead Rising 3 sonst Let's Play. Ich habe da jetzt schon mal eine Demo-Gameplay gemacht. Müsst ihr einfach mal in meine Videos da reinchecken. Auf jeden Fall war es ganz lustig und macht auf jeden Fall bestimmt auch noch Bock, das mal zu zocken. Ja, Leute, das war's erstmal soweit. Ich werde auch noch Final Fantasy 7 noch beenden und danach habe ich eigentlich noch vor, Dark Souls zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, was ich da alles noch so in Planung haben werde. Mal schauen, ob das jetzt wirklich Dark Souls oder irgendwas anderes oder so. Ich werde mir auf jeden Fall noch Gedanken machen. Ja, und Dead Rising wäre ja schon mal so der Fall. Dead Rising 3. Und mal schauen. Also, ja, was noch so alles kommen wird. Momentan ist nicht mehr so viel, darum werde ich euch noch ein bisschen auch noch mit Call of Duty Gameplays oder so versorgen. Ansonsten demnächst so noch weiterhin und dann mal schauen. Ne? Leute, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen diesem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und lasst eine Bewertung sonst da. Es würde mich echt freuen, ja. Würde mich echt freuen. Ja, und bis zum nächsten Mal sonst zu einem neuen Video. Euer Gigatobi, haut rein.